Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark Aberration Ascended. Oh, Mist, Mist, Mist! Oh, falsche Taste auf der Maus gedrückt. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Hier, ich muss mal ganz kurz wieder, den Schaden korrigieren. Ich habe meine Tasten mit Lauf dahin, bin da gerade drauf gekommen. Upsi. Hi. So, wir haben ja jetzt mittlerweile eine ordentliche Erweiterung unseres Teams, mit Hilfe von diesen beiden Spinos, die wir uns besorgt haben. Ich würde mal behaupten, wir haben dadurch mehr gewonnene Freiheit, die wir auch gerne versuchen können auszunutzen. Ich würde sehr gerne speziell im Wassergebiet mich mal genauer umschauen, ob ich irgendwie über Siliziumperlen stolper. Und wenn wir unterwegs natürlich was anderes Cooles finden, was wir mitnehmen wollen, dann finden wir was anderes Cooles, was wir mitnehmen wollen und nehmen es eventuell auch mit. Auch wenn dahingehend ich mit meinen Betäubungsfeilen momentan ein bisschen am Limit bin. Aber das kriegen wir schon geregelt. Ich hätte Interesse, speziell was Siliziumperlen angeht, im Fluss, beziehungsweise hier an den etwas dickeren Ecken mal reinzugucken. Hier ist noch eine Art Minisee. Hier oben geht es wohl irgendwie nochmal weiter. Vermutlich. Gut, hier runter fühle ich gerade noch nicht. Und hier oben, was diesen See angeht, bin ich wirklich schon überzeugt davon, dass wir da was finden. Falls diese Siliziumperlen in dieser Map Wasser gebunden sind, wie sonst auch. Das war ja an einigen Stellen so furchtbar tief. Das ist ja, hatte ja schon Tiefsee-Vibes. Das finde ich super spannend. Aber heute mal ein bisschen Flusserforschung. Ich nehme natürlich unseren geliebten Raptor mit. Was hast du als deinem Inventar? Jo, eine Menge. Ja, gibt gleich einen Haufen Gammelfleisch. Mit solchen Pelz brauchst du nicht transportieren. Das auch nicht, das auch nicht. Das bringe ich mal weg. Ich sehe allerdings auch gerade, wenn ich jetzt über einen Spino-Stolper zum Beispiel, den ich noch nehmen würde, weil er so richtig High-Level ist, wenn nicht sogar Max-Level, kriege ich Komplikationen mit meiner Armbrust von der Haltbarkeit her. Nix so gut, nix so gut. Aus Prinzip gucke ich mal. Drei Ingots fehlen. Gut. Dann machen wir wohl noch drei. Gut. Ja, 15 Stück ist nicht so viel. Aber können wir das Ganze mit einer reparierten Armbrust machen. Das finde ich ist auf jeden Fall wert. Was ist das da? Hä? Okay. Ach komm. Unser letzter Pupsi ist gestorben. Der dämliche Bären, der da aufgetaucht ist. So, wo ist er? Da. Hallöchen. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Aha. Ich brauche die Follow Distance. Los. Komm her. Na, ja, mitkommen. Ja. Da bleibst du jetzt bitte. Du darfst mir folgen.
du das? Den Spino? Okay. Und den gleich noch dazu. So. Genau, lauf erstmal durch unsere Leute durch. Ja, ja. Ah. Ja, so Spinos sind ein bisschen ungünstig in ihrem Wendekreis, will ich mal sagen. Auch auf jeden Fall Fleisch. Ich mache hier gerade ein riesengroßes Chaos. Ist mir wieder klar, ne? Das Gute ist, in der Zeit können die Barren durchschmelzen. Eieieiei. Ja, kack da mal hin, aber eigentlich hätte ich dich gerne hier. Der kommt rum. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, der andere schafft das auch noch und dann ist gut. Oh. Bist du fertig? Drei Barren? Danke. Puder out. Wieder schön. Repair? Repair. Ja, gehen wir mit einer voll reparierten Armbrust los. Da kann ich noch mehr machen. Aha. Da kann ich sogar noch mehr machen. Träumchen. So, das mit diesem Spino nervt. Komm mal in die Richtung. Oh, was haben wir hier? Die Seele unseres Lystros. Tritt er gar nicht mehr raus? Wow. Einmal. Mitkommen. Was rennt der da wieder rein? Ich sehe ja schon kommen, dass wir bald 2 Stunden brauchen, um loszukommen. Wir brauchen einen Sattel. Ah, geht doch. Gut, komm. Genau. So, wir spielen ein bisschen Map-Erkundung. Wie gesagt, ich hätte gerne ein paar Perlen. Das heißt, ich würde mich wassertechnisch orientieren. Wir werden im Fluss ein bisschen rumgucken. Hier runter zu dem See vielleicht. Falls es ein See ist, vielleicht ist es auch einfach eine Wasserfläche. Circa 5 cm Tiefe. Sollten wir einen Spino finden mit 3-stelligen Level, reden wir noch über den.
Das ist 10, das ist nicht sehr dreistellig. Das Gute ist, die Spinos kriegen ja jetzt hier im Wasser sogar noch einen Buff. Hier, hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Ja. Tschüss, Kaginos. Oh. Ist groß oder was? Boah, 125er. Schön, dass ihr ihn zerfleischt habt. Stolz auf euch. So. Ja, das ist genau das. Ich fühle mich jetzt hier gerade nicht unsicher. Bin jetzt hier eigentlich total tief und entspannt beim Durchziehen. Ja. Weil es viel Spaß macht. Ja, den da auch. Los. Haha. Haha. Aber auch direkt genug Fleisch bringen wir mit nach Hause für unseren beiden Kaginos-Nachwuchs. Kräfte. Licht oder Perlen? Licht. Okay. Oh, ein 75er. Ist ja eigentlich ganz gut, aber wir haben ja jetzt ein gutes Team, was in diesem Levelbereich ist. Oh, noch mehr Piranhas? Ach, wie ärgerlich. In Freiheit dein Leben nehmen. Ja, fünf, nee, nee. Nein, ja. Rollratte. Die konnte ich mir auch irgendwie Edelsteine rauskramen oder so, ne? Ah! Hast du sogar gemacht für mich, kann das sein? Achso, findest du nicht witzig? Ja gut, das ist aber ärgerlich für dich. Pass auf, mit wem du dich anlegst. Ah, ich krieg hier grad Machtkomplexe. Wie geht's euch eigentlich? Oh, super. Es fühlt sich auch richtig gut an, da oben gerade ständig zu lesen, dass Piranhas gestorben sind. Ach, wie schade. Gemacht, Leute. Gemacht.
Karte? Oh, was ist das ärgerlich. Also ich habe schon wieder Piranhas gesehen. Mal. Ach, nicht der Dödi. Da war ein Dödi zwischen? Naja, egal. Kollateralschäden und so. Die lassen sich nicht verhindern. Ich habe schon so viele unschuldige Fische jetzt umgebracht. Anja vor mir. Vielleicht mal Map-Check. Und da vorne ist wieder ein Spino. Rechts hier ist die Ecke, wo wir noch nicht waren, aber hier genau die Richtung wollen wir haben. Spino Level 10. Das ist egal. Ist hier? Das ist eine schöne Fläche. Ich könnte mal ruhig ein paar Perlen verstecken. Nö. Schade. Vielleicht stecken sie auch einfach wieder im Boden. So hatte ich das ja bei Scorched Earth auch an einigen Ecken. Da habe ich einfach nur blind E drücken gedrückt und dann habe ich welche gefunden gehabt. Oh, schon wieder ein Auto aufgebracht. Oh. 115er? Achso, deine Mama lebt. Auch das ist okay. Dann lassen wir das auch so. Achso, auf Bären habe ich es vielleicht auch. Bin ich nicht so gut zu sprechen, nachdem sie mir meine Lüste kaputt gemacht haben. Ja. So. Gut. Wie gesagt, ich krieg gerade so ein paar Machtkomplexe in diesem Biom. Das ist nicht gut. Nicht gut. Muss ein bisschen aufpassen. Aber das beruhigt sich bestimmt auch wieder, sobald wir jetzt hier einmal die Tour geschafft haben, ohne große Probleme. Falls wir sie ohne große Probleme schaffen. Wenn wir sie mit großen Problemen schaffen, dann gucke ich doof aus der Wäsche, so gefühlt. Na, aber. Ihnen! Naja. Da knabber mich. Ach, los, los. Oh. Ich sehe noch nichts glänzperliges, ne? Der Schubser wird von einem Kack genossen. Ah, ich finde das so fies, dass die Schubser keinen Schaden machen können. Hier. Die Schildkröte gibt sie im Betten. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge Fleisch zu Hause. Ich glaube, die Kakinos braucht das auch. Also alles gut. Oh, ist das Ticket? Hm.
Na, ich sehe noch, nichts. Speed Level 5. Das ist ja ärgerlich. Oh, ein Basilisk. Oh. Ein Basilisk muss nicht vorsichtig sein, glaube ich. Gib's ihm! Und nicht dran sterben, bitte! Basilisken haben eh knapp viel Life. Das sehe ich als problematisch noch an. Wie schlimm sieht's aus? Ah, halbtot. Oh ja. Hä? Ernsthaft? Was ist denn mit dir verkehrt? Vorne ist auf jeden Fall ein Loot Drop. Nehme ich mit. Seife. Ja. Cool. Nur mal gucken. Die Perle sieht ein bisschen tief und seeig aus. Baby Ravager, Level 55, okay. Als ich letztens dich hatte, habe ich nicht den nach Hause geschafft. Ich meine, wir könnten uns ja den Spaß gönnen und ihn mitnehmen. Weil du hier allein und verweist wird oder ob wir ihn mitnehmen. Wo ist er denn? Da. Toll. Toll. Das hat ja nicht so gut geklappt. Der Wille war da? Praktisch dumm gelaufen. Na, willst du Ärger machen? Klar, kannst du auch. So, 55, warst du die Mami? Oh, dein Kind war übrigens tot. Sehen viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Nein. Ratet mal, wer keine braunen Pilze mitgenommen hat. Ja. Cool. Ja, ich müsste hier in den Bereich, möchte ich gerne noch. War doch die Basiliskenzone, oder nicht? Boah, also einen müsste ich auf jeden Fall noch hinkriegen können. Da ist das Wasser, wo ich hin möchte. Gut, gut. Dann hätten wir in diese Richtung schon mal abgedeckt. Ich gehe mal ganz kurz Pilz drücken. Ja, nimm die aus der Hand. Dann machen wir die mal auf Schnellwahl, die braunen. Gut. Und hoffen das Beste.
echt nicht so gesund aus. Bin ich? Ja, ich bin. Gucken wir mal. Oh, viele Bytes. Oh, mindestens bei denen kann ich mir Perlen holen. Das ist gut. Aus Prinzip, komm. Lindgreifen, kriege ich was? Ich will nicht, dass da was aufploppt. Oh, es sind schon wieder nur Licht, ne? Mann. Wo ist mein Raptor? Da. Nee, doch. Doch. Bisschen aufpassen. Wollen hier niemanden ertränken. Das sieht aber mal wieder verblüffend schlecht aus. Fällt das Wasser wieder runter? Ja, ja. Na, guck mal. Und wenn das nicht klappt, gehen wir in den Fluss in die andere Richtung weiter. Ich bin schon wieder bei einer halben Stunde. Wie schnell die Zeit doch rumgeht. Also für mich fühlt sich das zumindest so an. Das ist ein großer Fisch. Cool. Atmen, atmen, atmen. Okay, runter. Warte mal, ist das da? Nee, das ist wieder Licht. Ah, ärgerlich. Ich glaube einfach nicht. Wo war das tief? Hui. Ich könnte die Trilobites nehmen, ne? Da gibt es zumindest ein paar Perlen. Otter! Oh. Hey, ich könnte Otter losjagen zum Fischjagen, dann haben wir auch Perlen. Die muss sich eine Fischleiche präsentieren, ne? Ich glaub schon. Leute, ihr ertränkt euch aber nicht, ne? Ah, du hast doch genug. Schuhe? Hab ich schon. Fisch, Fleisch, Filet. Ja, ja, ja. Oh! Upsi. Oh, ne. Gut, ich bin jetzt hier gerade so intensiv in den See am rumtauchen.
Da ein anderer Plan wäre ja, diesen Fluss nochmal weiter zu folgen. Aber wir sind zeitlich halt schon wieder sehr weit fortgeschritten, dass wir die andere Richtung des Flusses ja auch durchaus in die nächste Folge verlegen können. Ich bin eher erstaunt darüber, dass uns, oh, der ist halb ersoffen. Eieiei. Dass wir hier so einen tiefen See haben. Und keine Perlen. Oder ich blind bin, das ist auch eine Option. Nacht. Ach geil, wie die Ressourcen schwimmen einfach an die Oberfläche. Ach, wie cool. Eine Siliziumperle. Juhu. Atmen. Atmen, 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 atmen. Licht oder Perlen? Ich glaube Licht, ne? Ah, Licht. Ärgerlich. Na ja, gut. Also den, wir gehen einmal an den Rand. Wir machen Feierabend für heute. Natürlich gucke ich nochmal, ob ich irgendwas sehe. Na, hier ist nichts. Also entweder haben wir Perlen, die nicht wassergebunden sind, oder die sind nur in diesem großen See. Also ich vermute das jetzt einfach. Im Fluss sind sie nämlich nicht. In diesem See sind sie scheinbar auch nicht. Und es gibt doch eine ganz andere Ecke. Also ich würde jetzt im ersten Moment noch gar nicht wissen wollen, wo es welche gibt. Also die Informationen bitte in dem Sinne für euch behalten. Fragt dann vielleicht nächste Folge oder so. Hier am Rand, das war ja was Scorched, ist auch so. Da waren wir Wüste, das war ein ganz anderes Phänomen. Naja, egal. Vielleicht plansche ich hier noch ein bisschen rum. Ich werde sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.